Hallo und herzlich willkommen heute mit einem Video, auf das mich schon lange gefreut hat. Es geht um Titan-Katana. Was die Herausforderung bei diesem Material ist, wie es bei diesem Schwert gelöst wurde, was die Vorteile und so weiter von Titan sind, das erkläre ich alles in dem Video von heute. Titan-Katana haben bei uns in der Firma eine relativ lange Historie. Und zwar haben wir früher Kubotan verkauft. Kubotan sind so ein japanisches Selbstverteidigungsmittel aus den japanischen Kampfkünsten. Ja, und die gibt es aus verschiedenen Materialien und wir hatten damals, ich glaube sogar als einziger Anbieter, welche aus Titan fertigen lassen und sind da schon vor einigen Jahren mit dem Material in Kontakt gekommen. Und diese Kubotan, die waren echt top, die waren sehr leicht und robust, waren wirklich eine tolle Sache gegenüber anderen Materialien und die Überlegung war damals dann schon, ja, eine Klinge, Messerklinge, Schwertklinge aus demselben Material zu machen, wäre der Hammer, weil es wirklich super robust ist und vor allen Dingen rostfrei. Ja, und wir hatten die Kontakte für alles und sind dann auf die Suche gegangen, aber im Endeffekt wäre das Schwert zum einen viel zu teuer gewesen, weil das Material für die komplette Klinge wesentlich teurer ist als der Stahl, den man so kaufen kann. Und zum anderen ist es wirklich auch schwierig, dieses Material zu verarbeiten, weil es einfach so, wenn es die richtige Legierung ist, ist es einfach so stabil, dass das kaum bearbeitet werden kann. Du befindest dich gerade mitten in einer mehrteiligen Videoreihe, in der wir nach und nach diese schönen Schwerter hier vorstellen werden. Einige sind für das Training in Kampfkunstschulen, andere sind echte Innovationen. Das sind aber auch einfach schöne Schwerter. Wer im Voraus errät, wofür dieses Set hier gut ist, der bekommt ein Set kostenlos. Jede Woche wird ein neues Video rauskommen. Wenn dich das Thema also interessiert und du zu den 70% gehörst, die unsere Videos schauen, aber den Kanal noch nicht abonniert haben, abonniere ruhig einfach den Kanal und drück noch die Glocke, dann wirst du nämlich sofort benachrichtigt, wenn ein neues Video rauskommt. Die Abonnenten unseres E-Mail-Newsletters bekommen sowieso immer am Anfang der Woche für diese Phase jetzt eine E-Mail, in der steht, wie der Titel des Videos der Woche ist und wann genau die Veröffentlichung erfolgt. Aber dann jetzt erstmal weiterhin viel Spaß mit dem Schwert von heute. Über die Jahre sind darüber auch ein paar YouTube-Videos rausgekommen, wie Leute sich daran versuchen. Meiner Meinung nach hat es auch noch niemand bisher so richtig toll geschafft, dass am Ende ein gutes Schwert bei rausgekommen ist. Die Videos haben immer viele Klicks. Aber das Ergebnis hat mich persönlich, zumindest bei denen, die ich bisher gesehen habe, nicht wirklich überzeugt. Ich hatte das Thema dann irgendwie so für uns schon komplett aufgegeben, weil der Preis, für den das Schwert am Ende hätte verkauft werden müssen, um die Kosten wieder reinzuholen, die durch das Material verursacht werden, das hat einfach nicht gepasst. Und ich habe dann gesagt, ja gut, ist eine schöne Sache, aber macht halt einfach keinen Sinn. Das kommt immer mal wieder vor, wenn man versucht, Sachen zu entwickeln. Ja, und jetzt bin ich zufällig nach Jahren auf eine neue Lösung gestoßen und dachte mir, ja, dann probieren wir das Thema mal und schauen mal. Und das zeige ich euch heute. Wir haben hier eine Klinge, die nicht komplett aus Titan ist, sondern mit einer Titanlegierung ummantelt. Und das bedeutet, der Kern ist aus Kohlenstoffstahl und außenrum eine Titanummantelung, was dann schon mal an den richtigen Stellen für Rostschutz sorgt. Damit die Schneide vorne richtig scharf gehalten werden kann, ist aber genau die Schneide freigelassen. Das zeige ich gleich nochmal in der Nahaufnahme. Also es ist wirklich tatsächlich handwerklich so gelöst, dass nur die Schneide frei ist und der Rest komplett mit Titan ummantelt. Hier seht ihr die graue Titanummantelung und an der Schneide ist wirklich noch minimal. Man sieht das durch die Reflexion von dem Licht. An der Schneide guckt auf jeden Fall der Kohlenstoffstahl raus. Hier massive Musashi-Tsuba. Die Griffwicklung ist aus Leder. Leder ist sehr robust und ein sehr griffiges Material. Diese Titanoberfläche macht das Schwert auf jeden Fall resistent gegen Kratzer. Und in den Bereichen, wo es normalerweise dann auch immer mal so Roststellen von Schnittübungen gibt, ist das Schwert auch geschützt. Also hier an der Seite im Schnittbereich. Mal ein kleiner Test, was die Beschichtung so aushält. Ich kann hier ohne Probleme mit dem Schraubenzieher drüber gehen. Es gibt keine Spuren.
Das solltet ihr niemals mit einer Klinge aus Stahl probieren. Also durch die Ummantelung wird die Klinge extrem widerstandsfähig. Was mich im Endeffekt für diese Lösung überzeugt hat, ist, dass die Klinge richtig scharf ist und dadurch, dass der Stahl frei liegt, auch einfach wieder nachgeschärft werden kann. Die Ummantelung löst einige Probleme, die man in der Praxis mit Schwertklingen hat. Bricht natürlich mit jeder Tradition, weil es früher solche Verfahren noch nicht gab. Zu den technischen Daten von dem Schwert. Die Klingenlänge ist 72,5 cm ab Zubehör gemessen und der Griff ist 28 cm lang. Also die ganz normalen Maße von einem Schwert dieser Art. Das Gewicht ist 1,1 Kilo, also auch das ganz normale Gewicht für ein Schwert, das keine Hohlkehle hat. Diese Ummantelung hat sich ja am Anfang schon gesagt, dass Titan sehr leicht ist. Die wirkt sich, was das Gewicht angeht, wirklich kaum aus auf das Schwert, was sich dann natürlich auch im Handling bemerkbar macht, weil sich das Schwert im Endeffekt wie ein ganz normales Schwert aus Stahl führen lässt. Wie es dann aussieht mit langfristigen Tests, ob die Ummantelung langfristig auch überzeugt, wie es dann aussieht mit Nachschärfen, wenn die Klinge erstmal stumpf geworden ist, das alles zeige ich dann in zukünftigen Videos. Ist auf jeden Fall ein komplett neuer Ansatz, den ich so noch nie gesehen habe. Und was das Tolle ist an dieser Ummantelung, preislich jetzt auch gar nicht so teuer, wie man vielleicht erwarten würde. Also schaut es euch gerne an im Shop. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung, was ihr von dem Thema haltet. Ich finde es auf jeden Fall für Schnittübungen, für die Praxis eine coole Alternative. Natürlich, keine Frage, sieht das ein bisschen anders aus, als man es kennt von den traditionell gefertigten Schwertern. Aber es hebelt einfach Probleme aus, die man so kennt aus dem Alltag, wenn man Schnittübungen mit Schwertern macht. Also schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Also dann macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Video.